Leute, was geht? Wir haben schon lange nicht mehr auf Nikains Videos reagiert, weil der lädt halt sehr selten hoch. Und wenn er mal hochlädt, haben wir auch das Profil. Was für ein Profil? Was für ein Profil? Sein Profil? Hier, sein Profil. Haben auch das Problem, dass die Videos sehr oft gelb geschalten werden, aufgrund halt der Pädophilie und sowas. Deswegen, hoffen wir mal auf das Beste und dass es diesmal nicht gelb ist. Sonst ist die Arbeit dahinter sinnlos gewesen. Das wird der Kirche nicht gefallen. Ich habe in mehreren Stories gesehen, dass es die krasseste Folge von ihm gewesen sein soll. Deswegen, ey, ich bin echt gespannt. In einer Welt ungewisser Zeiten gilt die Kirche als letzte Instanz der Geborgenheit. Boah, Bruder, ich krieg Angst bei sowas. Alles aber keine Kirche. Ich muss jetzt erstmal Attila anrufen. Ey, Bro, ich wollte jetzt ich bin gerade im Stream, du bist laut. Ich wollte jetzt auf Nikai reagieren, aber das wirkt so gruselig, Bruder. Was meinst du, wie gruselig? Ja, Bruder, das Video fängt voll gruselig an. Wir haben gesehen, vom Priester, Miester und so böse in die Kamera gucken und so. Ich hab keinen Bock drauf. Ist das ein Video, was einen Angst macht? Nein. Okay, alles gut. Danke. Gar kein Horrorfilm, gar nichts. Okay, danke, ciao. Gut, wir sind safe. Ja, ist gar nicht gruselig, nee. Gruselige Musik, gruselige Gesichter. Im Haus Gottes sollen die Schwachen und Zerbrechlichen Schutz finden. Aber Bruder, wollt ihr mich ficken? Aber was wäre, wenn genau dort die Gefahr lauert? Nein, ich will es nicht. Wenn ein Mann, getarnt im Gewand Gottes, auf die Jagd nach jungen Mädchen geht und ein perfides Spiel treibt. Verstanden, wir sind in 30 Sekunden da. Oh Junge, wie gehen wir dieses Thema bloß an? Ich stehe gleich vor zwei Herausforderungen. Die erste ist erstmal die wichtigere. Und zwar den Zweck dieses Videos zu erklären. Es geht darum, einen skrupellosen Täter, der das Wort Gottes für seine Zwecke missbraucht hat, ausfindig zu machen und der Polizei zu überführen. Es geht nicht darum, eine gesamte Religion zu diffamieren. Und bevor sich jetzt wieder einige aufregen, wir haben uns nicht auf die Kirche gestürzt, weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil dieser Täter nicht nur einen Fake-Mädchen-Account von uns angeschrieben hat und sein Unwesen getrieben hat, sondern gleich zwei. Und das immerhin über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Und ich will einfach mal ganz kühn behaupten, dass wir bestimmt nicht die einzigen waren, die er angeschrieben hat. Er hat quasi danach geschrien, dass wir ihn uns schnappen. Und wenn der Täter Imam gewesen wäre, hätten wir das Ding genauso durchgezogen. Und finde ich auch gut so. Wenn der Täter Rabbi gewesen wäre, auch. Uns ist es nämlich gelinde gesagt, egal, welcher Religion man angehört. Egal ob Täter oder Teammitglied. Und für diejenigen, die sich am Titel stören, es sollte der Kirche auch nicht gefallen, was passiert ist. Genauso wenig wie die anderen Fälle in der Welt, bei denen die Täter Positionen in der Kirche beziehen. Und ich bin mir auch sicher, dass diejenigen aufrichtigen Christen, von denen ich auch... Digga, das wird ein hartes Video, glaube ich, ey. ...einige kenne, die uns sogar persönlich unterstützen, der gleichen Meinung sind. Kommen wir nun zum zweiten Problem. Wie soll ich euch das ganze Problem hier erklären, ohne dass YouTube mir einen auf den Deckel gibt? Es gibt bei YouTube einen ganz schmalen Grat für sogenannte kontroverse Themen. Und wir bemühen uns sehr, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ihr fragt euch manchmal, warum wir so viele Worte piepen. Weil YouTube eine klare, unklare Definition... Ich glaube, das sind wir uns alle bewusst auf dem zweiten Kanal. Ist es okay für euch, wenn ich ein bisschen skimme und das einfach losgeht? Okay, wir fangen an, ja? Ich hoffe, ihr seid alle d'accord damit. Unser Protagonist der heutigen Folge ist Johannes. Spitzname John. Johannes ist ambitioniert... Wieso heißt er jetzt aber John? Hört sich nach John an, John. Mag ich nicht. ...ambitionierter Oberministrant in seiner Gemeinde und somit verantwortlich für die jungen Ministranten. Krass. Außerdem will er bald in die Rolle des Pfarrers aufsteigen. Er liebt es, für Kinder und Jugendliche in seiner Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Laut seiner Aussage möchte er die Jugend recht leiten. Aber Johannes hat auch ein dunkles Geheimnis. Vor circa einem halben Jahr geschah etwas sehr Seltsames. Einer unserer Accounts, die 12-jährige Lana, wurde von einer jungen Frau namens Anna kontaktiert. Diese freundete sich mit Lana an und hielt regelmäßigen Kontakt mit ihr. Eines Tages switchte die sonst so freundliche Anna aber in ihrem Ton um und schlug bestimmend vor, die Lana mit ihrem besten Freund Johannes bekannt zu machen. Dieser sei Single und obwohl er deutlich älter als Lana sei, hätte er starkes Interesse, Lana näher kennenzulernen. Boah, ich reg mich über sowas richtig auf, ihr wisst. All das wirkte irgendwie seltsam und dubios. Johannes war im Gegenzug zu Anna sehr dominant und fordernd und machte direkt klar, was er wirklich von dem jungen Mädchen erwartete. Immer dann aber, wenn sich Lana zurückzog, weil Johannes zu viel Druck machte, wurde sie kurz darauf von Anna kontaktiert, welche das junge Mädchen dann wieder motivierte, mit Johannes weiterzuschreiben und auf seine Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. All das war schon irgendwie seltsam, aber in den dunklen Ecken des Internets zunächst nichts Außergewöhnliches. Als das Gleiche aber dann 6 Monate später wieder bei einem weiteren unserer Accounts geschah, nämlich der 12-jährigen Alina, wurden wir hellhörig. Konnte es sein, dass Anna und Johannes die gleiche Person waren?
War das etwa Johannes Masche? Und bei wie vielen jungen Mädchen hatte er diese bereits in der Zwischenzeit durchgezogen? Ich will es mir gar nicht ausmalen, Alter. Dann aber platzte die Bombe. Johannes schickte Alina dieses Bild. Anstatt sich für sein Geheimnis zu schämen, posaunte er es stattdessen stolz heraus. Auf die Frage, ob die Dinge, die er mit Alina vorhatte und sein Glaube sich vereinbaren ließen, antwortete er eiskalt, dass man die Regeln der Kirche nicht so ernst nehmen müsse. Johannes hatte offensichtlich mit so vielen Mädchen Kontakt, dass ihm zunächst gar nicht aufgefallen war, dass die Profilbilder von Lana und Alina sich sehr ähnlich sahen. Das lag daran, dass beide von unserem Lockvogel Denise stammten. Dann fiel es John aber irgendwann doch auf und er sprach Alina direkt darauf an. Jetzt waren wir uns sicher, dass wir aufgeflogen waren und gaben halbherzig als Notlüge an, dass Lana und Alina Zwillingsschwestern seien, aber sich nicht so gut verstehen würden. In der Gewissheit, diesen Fall verloren zu haben, staunten wir nicht schlecht, als Johannes sich nicht nur nicht davon abschrecken ließ, sondern rücksichtslos versuchte, die angeblich verstrittenen Schwestern gegeneinander auszuspielen, um die Dinge... Wow, boah, Aggression, Bruder, ich sag's euch ehrlich. ...zu bekommen, auf die er von Anfang an aus war. Ab da hatten wir genug von Johns gewissenlosem Spiel. Es war an der Zeit, ihn den Behörden zu übergeben. Zuvor hatten wir ihm erzählt, dass wir Verwandte in seiner Heimat hätten. Es war nun Zeit, diesen Mal einen Besuch abzustatten. Als John das hörte, konnte er sein Glück kaum fassen und schlug direkt ein Treffen vor, mit beiden Schwestern, nacheinander. Damit alles in unserer Kontrolle blieb, organisierte Toni aus unserem Team ein Wohnmobil, das angeblich der Tante der Schwestern gehöre. Dort könnte das Treffen stattfinden. Also machten wir uns mit unserem Team auf, um ein Treffen zu organisieren, das Johannes nie wieder vergessen würde. Das Einzige, was mich triggert, dass die sehr langsam reden. Ist das okay für euch, wenn ich es ein bisschen schneller mache? Ein bisschen schneller machen. Ein bisschen, ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Danke, Jungs. Sehr aufwendig auf jeden Fall. Sehr, sehr cool, sehr, sehr aufwendig. Vor jedem Dreh stehen wir vor zwei technischen Herausforderungen. Die erste ist die Kommunikation, also der Funk. Die zweite ist die Videoüberwachung, also dass wir den Täter unbemerkt aufnehmen. Was für euch selbstverständlich ist, stellt für uns neben der Einsatzplanung immer die größte Problematik dar. Denn man möchte ja gute und klare Aufnahmen vom Täter haben. Aber all diese... Ach, Bruder, ein bisschen zu viel Werbung. Ich verstehe das, es ist sehr schwer zu monetarisieren, aber es nervt schon auf Dauer. Maras platziert. Das ist der Camper, mit dem wir arbeiten. Erstmal nicht schlecht. Obwohl, relativ geräumig für einen Camper, ist der Platz doch sehr limitiert. Das heißt, die Kameras müssen klein sein und ein Weitwinkelobjektiv haben. Schauen wir mal rein. Na, wisst ihr schon, wie viele Kameras ihr platzieren wollt? Denkt dran, so eine GoPro kann ja immer ausfallen. Vielleicht nehmt ihr doch lieber mehr. Aber mehr Kameras sind doch auffälliger. Vielleicht doch besser eine weniger. Also, so sieht der Innenraum aus. Doch ziemlich eng, oder? Und? Habt ihr euch schon entschieden? Vielleicht hier in den Schlafbereich. Aber was ist, wenn er da nicht hingeht? Oder hier, in den Schrank. Aber dann sitzt er vielleicht direkt daneben. Oder vielleicht auf einem der beiden Tische. Am besten wäre natürlich eine Kameraperspektive, wo man sein Gesicht sehen kann. Nee, die Geschwindigkeit ist jetzt gut, Chat. Yusuf, chill mal. Ich glaube, ihr findet das Aussprechen gut gerade auch entspannt zu, deswegen ganz ruhig bleiben und nicht so viele Forderungen stellen im Chat. Danke. Ja, okay, aber das geht ja natürlich wiederum nur, wenn man die Kamera so platziert, dass er diese theoretisch auch sehen kann. Denise geht nach Plan als Erste in den Camper und setzt sich hier hin, also dass er sich auf diese Bank setzen muss. Ganz kurz, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Paranoia bekommen. Schreibt mal alle nur einen Punkt rein oder eine 1 rein, damit ich weiß, okay, ihr seid da. Und dann können wir jetzt entspannt, spannend weiter zugucken. Und auch wenn... Also das ist jetzt nur für mein Gefühl, ne? ...sein hohes Risiko ist, haben wir genau dort eine Wanze platziert. Ihm direkt gegenüber hängt eine Dashcam, die aber nur den Innenraum filmt. Falls er sich wieder erwarten auf die andere Seite setzt, brauchen wir noch eine Gegenshot-Kamera. So bleibt nur noch die Toilette. Sollte er sich dort aufhalten, haben wir natürlich auch schon vorgesorgt. Ein Trick, der immer ganz gut funktioniert, ist, wenn man die Kameras neben Gegenständen platziert, denen sie in Form und Farbe ähnlich sehen. Bei der gezielten Suche danach bringt das zwar nichts, aber auf den ersten Blick reicht es oft. Zur Not bleibt immer noch das Versteck in anderen Gegenständen oder die Kaschierung durch Gebrauchsgegenstände. Da bin ich mal gespannt. Digga, was ein Aufwand, ne? Wow.
Kurz nachdem die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sind, fahren wir nun zum Treffpunkt, denn es ist schon fast soweit. Dort angekommen, teilen wir uns in zwei Teams auf. Team 1 wird beim Wohnwagen bleiben, um die Kameras kurz bevor es losgeht anzuschalten. Team 2 observiert John, denn dieser ist kurz vor seinem Treffen mit dem Mädchen, ratet wo? Genau, in der Messe. In seiner Rolle als Oberministrant. Kannst du dir nicht ausdenken. So, ich bin jetzt hier schon vor der Kirche am Warten. Easy ist da hinten und trinkt seinen Tee und guckt die ganze Zeit rüber, ob er kommt. Wird mir dann ein Handzeichen geben, damit ich ihn voll auf die Kamera drauf habe. Ab hier haben wir uns dafür entschieden, das Videomaterial ohne große Unterbrechungen durchlaufen zu lassen, damit ihr die Ereignisse so erleben könnt, wie wir das getan haben. Okay. Ich mach mal hinten. Okay. Ja, dann gut, halt. Gut, kannst du uns dann, wenn ihr noch so ungefähr so 4-5 Minuten entfernt seid, kannst du uns dann das Kommando geben, dann machen wir nämlich alle Kameras an, dann laufen die schon. Ja, und dann haben wir nicht die Sorge, dass die eventuell dann leer sind. Wir lassen das jetzt so, dann loben wir uns irgendwie zu. Ich lasse mich überlaufen und wenn ich mich überlaufen habe, dann sind wir schon mal dabei. Ja. Aber das reicht nicht. Vorher. Also hier, die ganzen Dinger hier. Also wie lange brauchen wir? Zwei Minuten. Also ich brauche 2 Minuten. Toni, wie lange brauchst du? 5 Minuten. 5 Minuten ist viel. 5 Minuten ist viel. Nach hoch, nach runter. Okay, wir brauchen mehr. Danke. Also ich muss mal reinmachen, ich habe das Ding auf Stumm gestellt. Ja, okay. Okay. Ja, Lichter sind aus, kein Problem. Der hat jetzt geschrieben, dass er in 5 Minuten losgeht. Denise kommt jetzt schon entgegen. Spannend. Also eigentlich wird die Klasse. Für Nick nochmal bitte wiederholen. Ja, das findet ihr jetzt. Ja, alles klar. Krass. Verstanden. Gut, da wir gehen hier raus, wir gehen in das andere Auto. Na gut, aber der sieht uns. Ja? Oh, so sieht man uns nicht. Aber trotzdem sieht man durch die Scheiben, ne? Ja, besser aber als uns. Schnell an. Attila fährt. 4 Personen ist von der Wahl jetzt durch. Richtig? Bitte nochmal wiederholen. Sind die jetzt am Camper? Das hat Netflix-Niveau, ja, bin ich ganz deiner Meinung und die könnten locker diese Folgen an Netflix verkaufen. Aber ja, wie ist das so mit der Werbefreundlichkeit? Sehr kritisch. Okay. Alles klar, verstanden. Attila an der Stelle, ich habe Nekain auch schon 5 Mal gebeten. Jungs, nehmt mich einmal mit. Ich will einmal dabei sein. Das ist voll der Film, Alter. Spazier. So, da haben wir den Bree. Bist du erstmal los? Ja, bei der Nutzer. John schaut sich im Wohnmobil um, scheint unsere Kameras aber zunächst nicht zu sehen. Ich krieg's mit dir. Oh, lass nach hinten. Was? Was denn? Ja, du wolltest mir noch ein bisschen was erzählen. Guck mal, er hat sich direkt neben. Oh, ich werd aggressiv, Digga. Es geht schon wieder los. Und Dritz hat gerade reingeschrieben, bei dir wäre es wie bei Carsten Schall, du würdest wahrscheinlich die Fassung verlieren. Nee, Bruder, ich hoffe nicht und ich denke auch nicht, weil es ist ja ein Kanal von einem Freund und ich würde niemals dafür sorgen, dass er Schaden haben würde. Wenn es mein Kanal wäre, kann sein, aber ich würde da nichts machen. Ich würde einfach dabei sein wollen und auch mal den Leuten ins Gesicht gucken wollen, weißt du? So ein bisschen leise sein. Ja, du bist ja auch dick angezogen, meine ich. Oh. Er wollte sie direkt ausziehen auch noch, ne? So, kannst du mal was mir noch erklären, Bestwell? Also, du hast ja gesagt, dass du hier mit mir. Das haben wir jetzt richtig? Ja, normal. Was ich gesagt habe. Aber. Ich bin halt immer noch so hübsch, wie da meine Eltern halt erzählt haben, dass es vor der Ehe nicht erlaubt ist.
Aber du kennst dich ja aus. Sag, das wäre nicht so schlimm. Das wäre wirklich nicht schlimm. Guck mal, der Typ arbeitet bei der Kirche und... Wow. Das Traurige ist ja, die nehmen das ja zum ersten Mal auf und sowas ist einfach Realität. Sowas gibt's ja wirklich, ne? Und ich kann weinen bei sowas, ey. Stellt euch einfach vor, das ist eure Tochter. Boah. Hier. Dass viele aus dem Leben gewesen werden wollen. Ich weiß, die Bibel, oder? Ja, aber in irgendeinem Brief oder wenn Gott sagt, oder sonst was, wo es aber nicht Bibel drin steht. Nein. Es wird umschrieben und deswegen interpretiert man das. Ah, okay, aber ich muss jetzt nicht beichten oder so. Ist das noch? Nein. So, eh? Wieso? So ist keine Sünde. So ist Sünde, ist es nicht. Das ist sein Sünde. Nein. Schirm. Okay. Ich will nicht so doof klingen, aber. Ja, ich hab ihn das Bild geschickt, so, ne? Ich bin selber gerade voll im Filmchat, ne? Nicht, also, nicht wundern. Ich weiß, dass du nicht schon bist. Bist du noch schlimm? Wie würdest du das dann gleich machen? Guck mal, die KNS auch auf 180. Das heißt, Digga, ich bin so sprachlos. Das habe ich auch sehr selten in meinen Videos. Aggressiv werde ich sehr oft und ich drehe dann auch durch, aber ich bin so fassungslos gerade, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. Du hast das Große gesehen. Hm? Du hast das Große gesehen. Was? Das Große. Achso, ja. Ja, oder? Ich will das gleich machen, meine ich so. Es kommt einfach so, dass... Wenn man das erklärt, dass es im Schnee liegt. Okay. Das ist ja auf jeden Fall schon mal beruhigt, dass du mir gesagt hast, dass es jetzt doch nicht so schlimm ist. Stell dir mal vor, die erst nach der Ehe Kinder kriegen. Das ist ja auch wiederum schlimm. Das ist ein Ding, wenn man das sagt. Wow! Hier, später mal anfängt. Komm mit dir mal älter. Irgendwann kann der Körper auch. Also hält das wieder aus. Also wir haben nicht das Risiko. Okay, also wir sind eigentlich alle Priester. Ja, man kann ja. Das ist ja nicht nur einfach ein Kind interessieren, das ist einfach auch meine Liebe zum Menschen zu zeigen. Was hat er gerade gesagt? Das ist ja nicht nur einfach ein Kind interessieren, das ist einfach auch meine Liebe zum Menschen zu zeigen. Liebe zum Menschen zu zeigen, was mein... Ja. Ja. Also, jetzt erklär mal. Ja, wie hast du? Ja, wie das Ganze jetzt. Wie das dann anfängt und alles halt. Wie doch. Und das ist echt nicht kuscheln, wenn du dann kommst. Okay. Meistens ist die Dame diejenige, die meistens eigentlich nur entspannt. Also wirklich, dieser Typ verdient wirklich alles. Twitch, das ist hier natürlich Roleplay. Ich meine, mit Bomben, Wasserbomben muss man schmeißen auf seinen Kopf, damit das so ein Prank wird und er nass wird in dem Wohnmobil. Hilfe Nick, es geht los. Komm zu Daddy. Jetzt endlich, Bruder, komm. Jetzt muss mal was passieren hier. Sitzt eigentlich wirklich ein Kind oder eine jüngere aussehende Erwachsene? Eine jüngere aussehende Erwachsene, Bro. Phase 1 der Gerechtigkeit. Endlich, Alter. Das hätte ich auch gerne gemacht. Guck mal, wie er sich direkt einkackt. Habt ihr gesehen? Ja, ich mach. Guck mal, wie er sich versteckt. Guck mal. Und er hält sogar die Tür zu. Ja, Herrchen. Wollte mal fragen, wie ist deine Tante? Die macht dich. Ja, die macht sich Sorgen. Wollte ich fragen, ob alles in Ordnung ist und... Hast du das alles soweit? Ja. Ja, und das ist halt, du kennst halt deine Tante, die ist halt übervorsichtig. Und wenn man dich halt mal gucken, sagst du, dass
Dass es auch wirklich so klappt, wie sie es wollen, ne? Das ist auch gut. Ich bin echt gespannt, wenn er jetzt weg ist, ob er weitermacht, da wo er aufgehört hat. Und weil das Video noch ca. 15 Minuten geht, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Das macht es ja noch kranker dann. Ich gehe an den Laptop, da kannst du über mal. Oh, warte mal, ich habe einen Anruf. Sorry. Ich bleib mal noch eine Weile mit hier. Du kannst ja in den Laptop. Kannst du ja sagen, warum da deine Tante sich Sorgen macht, ist auf dem Laptop. Du musst dir mal angucken. Ja, okay. Ich rufe deinen an. Ja, alles gut. Nachdem John ein wenig angestresst wurde, wird es nun Zeit für Phase 2. Wir haben eine Dokumentation aufgenommen von den sogenannten Cabin Tape. Ja, der Zusammenhang wird später noch erklärt. Das dient, um John mental auf den nächsten Streich einzustimmen. John verpasst das ganze Spektakel aber beinahe noch, weil er immer noch so geschockt ist, dass er einfach postwendend umkehrt und sich nochmal in der Toilette anschließt. Gibt es eigentlich irgendetwas Ehrenloseres, als sich mit einem vermeintlich 12-jährigen Mädchen zu treffen, sich dann auf der Toilette zu verstecken? Den geht's gar nicht gut, Bruder. Und in dieser Zeit noch einen Pickel aufzukratzen. Also echt, wo finden wir diese Typen nur immer? Sie sind jung, perspektivlos, aggressiv und eine Sensation im Internet. Eine Gruppe brutaler Schläger hat sich zusammengetan, um im gesamten Bundesland Hessen... Geil, die haben... geil, um den Angstmacher, na krass. ...für Angst und Schrecken unter den Urlaubern zu sorgen. Im Internet nennen sie sich die Camping... Das Makabre an ihren Taten ist, sie übertragen sie live ins Internet und ziehen... Sehr gut, Digga. Publikum an. In seine Psyche rein. Dabei gehen sie äußerst brutal und hemmungslos vor. Wir von Total Frontal konnten mit den Anführern der Gruppe, den Brüdern Typhoon und Manolito, sprechen. Im Internet haben sie eine Art Legendenstatus, aber hier bei Total Frontal stehen sie uns Rede und Antwort. Typhoon wird von seinen Gangstern auch Waschmaschinen-Abi genannt. Woher kommt dieser Name? Wenn wir die Leute ausrauben, haben unsere Jungs oft Waffen mit dabei. Schlagstück und so. Ja, und ich habe als erstes mit einer Waschmaschine angegriffen. Mit Waschmaschinen, ne? Ich hasse Campen. Waschmaschinen leben länger mit Kalkohol. Ding, ding. Wenn ich einen Wohnwagen sehe, raste ich aus. Und du? Das hängt mit meinem ersten Überfall zusammen. Ich kann mich noch so dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Der Typ hat uns aus dem Campingwagen beobachtet. Mein Bruder hat mit seinem Finger auf ihn gezeigt. Zeig mal. Und die machen jetzt 1:1 dem nach. Oh, shit. Boah, ist das krass. Ja, ja. Ich hab so gemacht. Wir sind auf dem Wohnwagen zugerannt und er hat sich mit seinem ganzen Gewicht vor die Tür geschmissen und hat sich dagegen gestemmt. Aber ich habe die Tür mit einem Frontkick ihm samt die Tür ins Schiffshaus vom Wohnmobil getreten. Ja, der Typ hat so gekreischt wie der... Ah! Was fühlst du dann, wenn du siehst, wie deine leiden? Glück. Ich bin stolz auf meinen großen Bruder. Bereitet ihr euch auf eure Raubtouren vor? Ich bin Stoff. Warum filmt ihr das? Als Warnung. Das ist unser Revier. Wenn dann wieder irgend so ein wieder auf unser Revier kommen will und seinen Wohnwagen abstecken will, hat das mit uns zu tun. Dann rasten wir richtig aus. Und an dem nächsten, den wir wissen, werden wir ein Exempel statuieren. Ich wollte schon immer einen beißen. Um John noch ein wenig... Boah, das wird geil jetzt, ich schwöre. ...mehr um den Verstand zu bringen, haben wir einen Deepfake erstellt. Und zwar John, der Alina irgendwann gebeichtet, dass er leidenschaftlicher Gaming-Streamer ist. In seiner Freizeit. Wenn er nicht gerade... Naja, ihr wisst schon. Und wir haben einfach unseren ganz eigenen teuflischen Stream aufgenommen und uns dafür das Gesicht von John ausgeliehen, per Deepfake-Technik. Das wird ihm jetzt gleich gezeigt. Das Problem ist natürlich, dass wir euch sein Gesicht nicht zeigen dürfen, aber wir euch diesen wirklich spektakulären Stream nicht vorenthalten wollen. Und deswegen haben wir uns einfach das Gesicht von einem anderen bekannten John ausgeliehen, und zwar dem Clownsmörder und Serienkiller John Wayne Gacy. Viel Spaß. Hey Leute, mein Name ist Johannes, aber ihr da draußen kennt mich wahrscheinlich unter meinem Streamer-Synonym Johnny Boy. Wer meine Streams kennt, weiß, bei mir dreht sich alles rund um das Thema Satanismus und andere spaßige Themen. Er lacht einfach. In meiner Gemeinde bin ich so eine Art Heiliger, aber wenn ich mich mit kleinen Mädchen treffe, dann mache ich ganz unheilige Dinge. Bisher bin ich immer damit durchgekommen, denn wer hätte es gedacht? Niemand! John schüttelt den Kopf und will das Video nicht mehr weitergucken. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob er überhaupt verstanden hat, dass er das in diesem Video ist. Aber er hat zumindest zweimal gelacht, bis erwähnt wurde, dass er sich gerne mit kleinen Mädchen trifft. Das fand er dann nicht mehr so lustig. Aha. Wie dem auch sei. Ich denke, es ist Zeit für das Finale. Let's go! Boah, jetzt geht's los! Der Typ hat uns auf mein Camping... Chat, Einsen! Es ist spannend, war Einsen! Ich schwöre, ihr wart noch nie so ruhig. Ich merke das, bei diesem Video haltet immer die Schnauze, Digga. Mein Bruder. Ja! Und dann im nächsten, den wir richten, werden wir jetzt einfach Stoff. Ich wollte immer einen Beispiel. Ich bin Stoff, Stoff. Die Aufkleber für auf und zu wurden übrigens von uns vertauscht. Als Denise die Tür abschließt, macht sie uns in Wirklichkeit auf. Wer bist du denn? Oh, Digga! Hart! Hä? Wer bist du denn? Ich denke aber, dass wir heißen. Wer bist du? Ja, du bist ein Kumpel? Ja, bist du ein Kumpel? Aber so, so krass Angst hat er jetzt nicht so mäßig, ne?
Wir haben dann die Situation aufgeklärt und ihm gesagt, dass wir nicht die Campingtouristen sind. Denn die sind noch irgendwo da draußen. Aber im Ernst, jetzt wollten wir Johannes mal ein wenig auf den Zahn fühlen. Krass, er hat sich, glaube ich, nicht so erschreckt, wie sie sich erwischt haben, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, jetzt kommt das 1 gegen 1 in das Gespräch. Jetzt bin ich mal gespannt. Fragen, was er denn so vorhatte. Wie alt bist du? Wie alt? 24. Pass auf, nimm mal den Schlappen aus dem Mund. 24. Alles klar. Ja, okay. Wie alt ist das Mädchen? 12, wie du schon gesagt hast. Okay. Und wofür hast du dich hier getroffen? Ich wollte dich erstmal kennenlernen. Wolltest du dich erstmal kennenlernen? Das finde ich sehr interessant, dass du dich erstmal kennenlernen wolltest. Denn... Guck mal hier, heute ist ja das erste Treffen. Was steht hier? Ja. Kannst du das lesen? Ja. Was steht denn? Erstes Treffen steht hier oben eingekreist. Erstes Treffen. Und was möchtest du da machen? Ja, okay, das war ein Fehler. Was hast du denn geschrieben? Wir können euch ja leider auf YouTube nicht zeigen, was er geschrieben hat. Aber es war wirklich gottlos. Jetzt achtet mal auf seine Attitüde. Nehmt ihr ihm seine Reue ab? Versuch, aber ich wollte es nicht wirklich machen. Du hast gerade, wir haben zugehört, in dem Wohnwagen darüber gesprochen. Du hast genau gesagt, wie das abläuft. Habe ich recht? Und wie würdest du das dann gleich machen? Du hast das Große gesehen. Es kommt einfach so. Wenn man sagt, ja, das ist umständlich. Ja, das ist erstmal kuscheln, aber dann kommt es irgendwann. Das haben wir ja schon gesehen. Okay, ja, gut. Ja. Guck mich an. Ich möchte nicht, dass du mit deinen Händen hier jetzt rumfuchtelst. Oder so machst. Ich mach das auch nicht. Alles klar, wir beruhigen uns wieder. Tut mir leid, okay, ich gut. Bin sehr giss. Ja, ich mach auch nichts. Okay, ich gut. Du kannst doch nichts machen, Junge! Das will ich auch nicht warten. Ich hab eine kurze Frage. Du hattest ja nichts vor, hast du gesagt, ne? Ja. Hast du das geschickt? Ja. Hast du geschickt? Guck dir das an. Ein 12-jähriges Mädchen. Ja, ich wollte dir halt nur was erklären, ein bisschen. Schickt man seinen. Guck mal, er sagt immer noch, ich wollte was erklären. Digga, ich raff's einfach nicht, Bro. Wenn man dem Kind was erklären möchte. Nein, das war ein Fehler von mir. Ja. Stell dir mal vor, das wird morgen in der Messe, in der Vormesse. Wird jeder wissen, was du gemacht hast. Stell dir mal vor, wir würden davon ein paar erzählen. Stell dir vor, dein Gemeinderat. Da, wo du dich jede Woche... So engagierst, tut mir leid. Nein. Ja, es tut mir leid. Ja, okay, geh. Okay. Ja, alles gut. Ich sehe meinen Fehler ein, ja, alles gut. Okay, du siehst deinen Fehler ein. Dann kannst du mir vielleicht noch eine Sache erklären. Ja klar, gerne. Ich erkläre dir gerne alles. Okay, das ist sehr nett, dass du dir die Zeit nimmst. Was ist das? Nur zur Erklärung. Hier hat John so eine Art Bild aus einem Biologiebuch nachgemalt. Mehr können wir euch leider nicht sagen. Ich habe dir ein bisschen Sachen erklärt. Aha. Machst du das für alle Kinder? Nein. Hast du die Markierung gemacht? Ja, ich habe dir so wie gesagt Sachen erklärt. Guck mal, ne? Jetzt mal wirklich eine ernste Frage. Wenn du wüsstest, wie alt bist du? 24. Möchtest du mal Kinder haben? Ja. Vielleicht, ja. Wenn dein Kind in eine Kirche geht und du wüsstest, dass jemand wie du da arbeitet, würdest du das Kind da hingehen lassen? Also ich, es tut mir auch leid, ich sag's dir trotzdem. Es tut mir leid. Das läuft eben nicht. So läuft es hier. Ach, Digga. Sag dir, warum es dir leid tut, weil du erwischt worden bist. Weißt du, das ist nämlich genau das Ding. Nein, das Ding ist auch, ich kann jetzt nicht richtig ehrlich sein. Wieso kannst du nicht richtig ehrlich sein? Weil es mit meiner Kindheit zu tun hat. Also du brauchst jetzt gar nicht im Mitleid stehen. Nee. Weißt du, kaufe ich ihm auch nicht ab. Ich weiß es als erwachsener Mann, ja, aber was wirklich damals passiert ist, weiß ich nicht. Ja. Du bist Oberministrant in der Kirche, hier. So Fotos schickst du. Guck mal, wie stolz du bist. Ja. So, hier. Glaubst du an Gott? Ja, schon. Was soll Gott dazu sagen, wenn das bist, was du heute machen wolltest, was du geschrieben hast? Ja. Das ist richtig. Tut mir leid. Nein, sag das nicht so. Ich möchte, ich bin nicht dein Vater. Ich verspreche dir, es kommt nicht mehr vor. Weißt du, was das Lustige ist? Ich würde es dir ja gerne glauben, aber weißt du was? Du hast vor einem halben Jahr schon die Lana angeschrieben. Doch, das war ich. Du hast mit mir geschrieben. Deswegen die Bilder von dir. Ja, ja, genau. Und du bist wirklich in der Lage, du siehst, ich habe die gleichen Bilder benutzt wie Alina. Ich möchte, dass du weißt, dass wir dich mit dem billigsten Trick gefangen haben. Darf ich vorstellen? Alina. Darf ich vorstellen? Lana. Ja, dachte ich mir direkt. Ich habe dir nachgedacht. Warum hast du dich dann heute hier getroffen? Guck, eine Sache möchte ich wirklich, weißt du, die Regeln, die in der Kirche sind, die Regeln, die in der Bibel sind, sind die einfach nur da, wofür sind die da? Nee, ich habe mich damit wirklich noch nicht richtig auseinandergesetzt. Du bist okay, was möchtest du sagen? Ich eine Frage stellen. Gerne. Ich habe eine Frage an dich. Von wo kommst du gerade? Aus der Gemeinde. Was habt ihr da gemacht? Die Messe gefeiert. Das heißt, du warst gerade in Gottes Namen tätig, richtig? Ja. Mit dem Wissen? Du hast ja die Updates die ganze Zeit rausgeschickt mit dem Wissen, ich treffe mich gleich mit einer 12-Jährigen. Du hast die Messe gehalten? Ja. Korrekt oder falsch? Kann ich dir was sagen. Es war wirklich sehr unwohl. Also ich war. Aber achso, das war die Unwohl. Das tut mir natürlich leid, dass es die Unwohl gewesen ist. Ja, dass du gleich eine Strafkarte begehst. Ich wollte vorher auch schon eigentlich Unfälle nach Hause gehen. Ja, okay, ja, genau. Und dann warst du da drinnen und hast dich direkt neben mir gesetzt und wolltest dir fünfmal noch erklären, was du in der Hose hast. Sie hat dich doch explizit gefragt, ob der
Verkehr vor der Ehe, ob das deinem Glauben entspricht. Was hast du geantwortet? Da muss ich noch was ergänzen. Sie hat es nicht nur hier gefragt, sie haben sich auch im Chat darüber unterhalten. Und was hast du da geantwortet? Sie hat gefragt, und wie ist das überhaupt mit dem vor der Ehe? Meine Eltern sind nämlich dagegen. Was denkst du darüber? Was hast du geschrieben? Lies mal bitte vor. Ja, muss nicht eingehalten werden. Ja, ich... Alles gut, du hast geschrieben, muss nicht eingehalten werden. Ist das denn so? Ich hab getrunken vorhin, deswegen. Oh. Mein Mund ist trocken. Möchtest du was trinken? Nein, ich... Wir haben die Sommersorte von Vorbrauen. Ja, wir haben Getränke da. Wir haben Placement für Vorbrauen noch da, das wäre so witzig. Stell mal vor, er trinkt noch. Ja, ich würde gerne nehmen, was habt ihr denn da? White Cherry? Eis, Bubblegum? Ja, ich mag Vorbro. Aber frage an dich, ist es denn so, dass es nicht eingehalten werden muss? Ja, ich kenne mich damit nicht. Pass auf, ohne jetzt die ganze Zeit in sich im Kreis zu drehen. Weißt du, du arbeitest in der Kirche. Du hast gesagt, es ist die Verantwortung über die jungen Ministranten, die dich da für diesen Job reizt. Und dann schreibst du sowas einem Kind. Das ist genau die Altersgruppe, die du betreust. Nein, das ist nicht meine Lappalie. Das können wir nicht einfach unter uns. Es tut mir leid. Nein, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Okay, pass auf, ich gebe dir die Möglichkeit. Wer ist Anna? Eine Bekannte von mir. Ja? Ruf die doch mal an. Ich hab die Nummer nicht mehr. Nee, ist das nicht? Die Kamerafrau muss sogar lachen. Ich hab die Nummer nicht mehr. Alter, du, ich bin der Nikolaus. Hallo. Nein, ich hab wirklich die Nummer nicht mehr. Boah, Junge, was ein Mensch, ja, Wallah. Sieht die so aus? Ist das die? Alter, schon wieder neue Bilder. Ja, neue Bilder, ja. Warum hat die denn deine Nummer? Sie hat meine Nummer, weil sie mal bekannt war, ja. Ihr wart mal bekannt? Okay, hast du ein Bild von Anna? Hast du nicht ein Bild von Anna? Okay. Das ist aber wirklich gute Freundin, dass sie sich extra um dich kümmert und genau weiß, wie man mit dir in Kontakt kommt, zum Beispiel hier. Überrasch ihn doch mal mit etwas. Brauchst du Ideen dabei oder weißt du schon mit was? Oder hier. Vielleicht braucht er erstmal und vielleicht musst du ihm einfach ein bisschen was schicken, ohne dass er fragt. Oder sagst, Ich will gar nicht erklären, über was sie gerade reden, ne? Ihr wisst ja alle, was das ist. Vielleicht. Hä? Ja, die Kette. Kirchlich. Wie heißt sie denn mit Nachnamen? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, du kennst das klein auf. Ja. Was eine richtige Farbe hat sie? Nicht wie auf dem Bild. Sie war blond. Ich hab mir gedacht, dass er blond ist. Ja. Du scheint auf jeden Fall eine richtig gute Freundin von dir zu sein, weißt du? Die haben eine richtig gut, Nico und Attila, ich sag euch ehrlich. Pass mal, weißt du, was das Ding ist? Guck mal, ne, weißt du, was einfach ist? Witzig, Bruder. Zwei ehemalige Beamten. So Polizist und Finanzmitarbeiter und so. Schon krass, ey. Wenn du jetzt sagen willst, weißt du was, ich hab gelogen. Ich hab so versucht, in Kontakt mit dem Mädchen zu kommen. Dann würde ich denken, weißt du was, er ist vielleicht doch ehrlich. Aber da du jetzt so dreist, hör mir zu, bevor du mich unterbrichst, da du jetzt so dreist lügst, werde ich dir nämlich auch nicht glauben, dass du das nicht mehr machst. Und deswegen? Ja, okay. Und deswegen werden wir jetzt die Polizei rufen. Oder gibst du, gibst du doch zu. Was ist doch? Auge in Auge. Auge in Auge. Ich hab von der damaligen Schulkameradin das Bild noch gehabt. Und du schreibst dann quasi als Anna kleine Mädchen an, um in Kontakt mit 12-Jährigen zu kommen. Zumindest schon mal mit 2. Sei doch einfach ehrlich. Sag doch die Wahrheit. Warum sagst du nicht ehrlich, ja, ich wollte mit ihr. Warum gibst du es nicht einfach zu? Ja, ich wollte, aber ich war mir unwohl. Wirklich sehr unwohl. Aber du wolltest. So unwohl, ja. Du hast die ganze Zeit versucht, das mich in den Arm zu nehmen? Ja, hat man ja gesehen, ne? Er weiß ja gar nicht, dass da Kameras drin waren in dem Wohnwagen. Ich hab's einmal gedacht. Wir haben alles auf Band, weißt du was? Trotzdem lügst du hier noch rum. Okay, ich will dich nur anfangen. Du bist ehrlich zu mir. Wolltest du mit dir heute was machen oder nicht? Ja, schon. Okay. Ah, Ehre. Hat sich ja super. Und was würde deine Gemeinde dazu sagen? Wenn jetzt jeder von deiner Gemeinde wüsste, was du heute getan hast, wie würden die zu dir stehen? Ja, sehr schlecht. Ja. Sehr schlecht? Ja. Ich glaube, das trifft nicht. 3 Monate bis 5 Jahre. Das tut mir leid. 176b Strafprozess, Strafgesetzbuch. 3 Monate bis 5 Jahre. Erreicht die Annahme, dass das Kind 12 ist. Kann ich mir vorstellen, dass dir das leid tut. Kann ich mir vorstellen, dass dir das leid tut. Und ob Knast regelt. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich sag dir, was jetzt abgeht. Wir haben dann wie immer die Polizei gerufen. Die haben ihm dann, nachdem sie ihn kontrolliert hatten, sogar Handschellen angelegt und ihn festgenommen. Möglicherweise war das ja nicht sein erstes Mal. An dieser Stelle Lob an die Frankenberger Polizei, die diesen Fall mehr als ernst nahm und sogar mit 2 Einsatzfahrzeugen, krass, inklusive Hund und Krankenwagen kam. Danach fiel der ganze Druck von uns ab und wir waren einfach nur froh, dass alles geklappt hatte. Wir waren am Ende auch ein wenig stolz auf uns und ich auf dieses Team. Man denkt ja manchmal von uns, wir wären einfach nur breite Gorillas. Aber glaub mir, wir freuen uns jedes Mal wie die Kinder, wenn wir wieder mal einen von der Straße holen das war und potenziell Kinder vor diesem schützen konnten. Wow! Tja, was soll man sagen? Harte Schale, weicher Kern. Das war wirklich mit Abstand die beste Folge, die Nick Heim mit seinem Team produziert hat. Also wirklich Props und auch ein Denkanstoß für jeden da draußen, der dieses Video sieht, Kinder hat. Egal, was in der Religion hier an... darum geht's ja gar nicht. Es kommt ja nicht auf die Person an, der... wie auch religiös veranlagt ist, es kommt auf den Menschen an. Und in Deutschland ist es verdammt nochmal, egal ob das die Leute hören wollen oder nicht, sehr, sehr, sehr gefährlich. Habt eure Kinder im Griff,
Von mir aus, wenn die iPhones haben, drückt auf, wo ist, es gibt so Standort. Bitte passt einfach auf euch auf und auf eure Liebsten. Weil sonst kann es sehr, sehr schnell gehen. Es ist die Realität. Haut von der Realität nicht ab. Wenn ihr wollt, dass auf weitere Videos von Nikain reagieren sollen, dann gebt es wieder einen Daumen hoch. Aber den Kanal würde mich sehr, sehr freuen. Würde ich sagen, ich bin raus. Dann sehen wir uns morgen um 21 Uhr wieder. Passt auf euch auf, ja? Dankeschön fürs Einschalten. Ciao, ciao.